Ich denke mir, die Ehe für alle nimmt niemanden, auch Ihnen nicht, Herr Kickl, Sie brauchen keine Angst haben, es nimmt niemanden, keinem Heterosexuellen irgendwas weg. Es würde nur mehr Chancen für die anderen bedeuten. Und, hören Sie mir mal zu, und wenn Sie kommen mit der Frage, habt ihr keine anderen Sorgen? Ich sage Ihnen was, wir Sozialdemokraten haben immer dann keine anderen Sorgen, wenn es um soziale Diskriminierung geht, wenn wir wissen, hinter dem Eheverbot für Homosexuelle steht, dass die Leute sozial benachteiligt sind, weil sie nicht füreinander da sein dürfen, weil sie nicht so leben dürfen wie alle anderen. Und das stört uns. Wir wollen, dass alle Menschen faire und gerechte Chancen haben. Und wir hoffen und appellieren, dass das, was in Deutschland auch jetzt möglich ist, dass jeder und jede Abgeordnete in diesem Haus einfach so abstimmt, wie sie es in der Frage richtig ist, dass das hier auch heute mal ausprobiert wird. Ich würde es mir wünschen, nicht weil ich finde, das ist eine Nebenfrage, sondern weil ich finde, Diskriminierung ist immer etwas, was wir Sozialdemokraten bekämpfen werden.